Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute erzähle ich euch von meinem ersten Trimester in der Schwangerschaft. Ich sage schon mal vorab, es war wirklich nicht ohne, es war sehr, sehr holprig, es war sehr anstrengend, kräfteraubend. Mir ging es sehr, sehr schlecht zu der Zeit. Wer das vielleicht nicht so hören möchte, der sollte sich das Video vielleicht nicht angucken. Wen es aber interessiert, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dranbleibt. Ja, also ich habe ja schon relativ früh erfahren, dass ich schwanger bin, schon Ende der vierten Woche. Und ich muss sagen, da ging es mir noch richtig gut. Ich hatte richtig Appetit auf richtig deftige Sachen, salzige Sachen, richtig viel Döner habe ich gegessen. Und ja, mir ging es wirklich gut. Ich war komplett energiegeladen. Ich hatte Lust auf alles. Bis mir dann der Stecker gezogen wurde. Ja, eher sechste Woche ging das schon los. Und es hat sich so ein bisschen eingeschlichen, sage ich mal. Also es war erst so, dass ich immer sehr, sehr müde war, sehr kraftlos, musste mich viel ausruhen, viel hinlegen, war sehr viel schneller erschöpft von Kleinigkeiten, was vorher nicht so war. Ist ja auch irgendwo klar. Der Körper arbeitet ja auch richtig doll. Aber ich habe echt schon gemerkt, das war schon krass. Ab der Ende der sechsten Woche ging es dann auch los mit Übelkeit. Am Anfang noch ohne Erbrechen. Also bei mir war es so, da ging es auch so in der siebten Woche los. Da hatte ich halt diese Standard-Morgenübelkeit. Morgens am Zähneputzen meistens musste ich mich übergeben. Dann konnte ich einfach weiter Zähne putzen. Danach war es dann vorbei mit der Übelkeit. Diesmal war es aber anders, weil diesmal hat sich diese Übelkeit wirklich den ganzen Tag gezogen. Es war wirklich, wirklich anstrengend. Ich konnte nichts essen, ich konnte nichts riechen, also wirklich Parfüm konnte ich nicht riechen. Wenn Jan geraucht hat, war es ganz, ganz schlimm. Essenssachen, wenn was aus dem Ofen kam, also es ist jetzt heute noch teilweise kritisch, Chicken Nuggets, Pommes, Pizza, sowas, konnte ich überhaupt nicht haben, obwohl ich das eigentlich total gerne esse. Aber zu der Zeit gar nicht. Was überhaupt ging, waren nur so leichte Sachen. So Obst konnte ich essen, Milchbrötchen, was nicht so viel Geschmack hatte, sag ich mal. Sowas ging eigentlich noch ganz gut. Ja, ab der achten Woche ging es dann aber los, dass es auch mit dem Erbrechen losging. Daher konnte ich auch gar nichts mehr essen. Also es kam wirklich alles wieder raus. Ich konnte nichts mehr essen, ich konnte nichts mehr trinken. Es war so schlimm, ich habe mich so ausgetrocknet und so leer gefühlt und kraftlos dadurch natürlich gefühlt. Ich habe mir viel geweint zu der Zeit. Mir ging es so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Dann hatte ich auch noch so extreme Stimmungsschwankungen. Dann ging es mir immer gut, dann ging es mir immer richtig schlecht. Also dann noch dieses Erschöpfte und gar keine Lust auf irgendwas. Ich hatte teilweise schon wirklich Angst, dass ich wieder in so eine Depression rutsche, aber es war einfach die Schwangerschaft. Ja, es war auch wirklich so, also 8., 9. Woche, dass ich auch sehr wackelig auf den Beinen war. Ich hatte dann auch Angst, viel aufzustehen. Also ich habe eigentlich mich nicht getraut, alleine mit mir rauszugehen. Also ich habe dann meine Mama gefragt, wenn Jan nicht konnte, ob wir zusammen mit mir rausgehen können. Oder Jans Eltern haben uns auch richtig toll unterstützt. Alleine habe ich mich das einfach nicht so getraut, weil ich Angst hatte, dass ich dann irgendwie zusammenbreche und Mia dann alleine draußen steht. Da hatte ich einfach total Angst vor, deswegen habe ich das nicht gemacht. Da es aber gar nicht besser wurde mit dem Erbrechen und ja, dass ich halt gar nichts in mir behalten konnte, habe ich mich dann entschieden, nochmal zum Frauenarzt zu gehen, ihr das zu schildern. Und sie hat mir dann Cariban verschrieben. Das ist ein Medikament, was extra auf Schwangerschaftsübelkeit ausgelegt ist. Da habe ich dann abends immer von 2 Kapseln genommen. Und damit ging es eigentlich auch ganz gut. Also es hat ein paar Tage gedauert, bis sich da so ein Spiegel aufbaut, sage ich mal. Aber dann wurde es auf jeden Fall etwas besser. Ja, was aber trotzdem noch blieb, war, dass ich absolut kraftlos war, müde war, erschöpft war und so richtig antriebslos schon. Also es hat mich wirklich so ein bisschen an so eine Down-Phase erinnert, weil ich einfach... Ich hatte auch zu nichts Lust irgendwie. Viel geschlafen, viel ausgeruht, viel gelegen. Ich brauchte das auch einfach zu der Zeit. Mein Körper hat auf Hochtouren gearbeitet. Ich habe einen Menschen einfach mal kreiert. Das hat sich so bis zur 10. Woche gezogen. Also es waren eigentlich immer relativ gleich. So von der 8. bis zur 10. Woche habe ich mich komplett die ganze Zeit so gefühlt. Deswegen kam auch relativ wenig auf Social Media, weil mir ging es einfach nicht so. Ich habe mich nicht so gefühlt. Und das war eigentlich so krass, weil wenn man das so verfolgt hat... Wir haben das ja geplant, mit unserem zweiten Kind schwanger zu werden und ich habe mich total darauf gefreut. Aber mich hat das so aus den Latschen gehauen irgendwie, dass ich ehrlich gesagt die ersten Wochen gar nicht mehr so viel Freude empfunden habe.
muss ich einfach mal ehrlich so sagen, weil ich mir echt dachte, boah, mir ging es vorher viel besser. Mir geht es jetzt so schlecht, mir ist die ganze Zeit übel, ich kann kaum was essen. Man fühlt sich einfach so unwohl. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es endlich besser wird und ich die Schwangerschaft einfach genießen kann, weil ich ja weiß, wie gerne ich mit Mia schwanger war. Und ich habe mir einfach gewünscht, dass es auch so wird. Ja, in der 11. Woche, da war auch Mias Geburtstag, das weiß ich, da ging es mir dann etwas besser. Also ich habe dann auch geschafft, hier die Wohnung soweit dann fertig zu machen, auf Vordermann zu bringen. Ich war aber auch total motiviert, weil ich Mias Geburtstag richtig schön machen wollte. Ja, da ging es mir also von der Stimmung ein bisschen besser. Essen war immer noch nicht so, Übelkeit war immer noch da. Zwar unterdrückt durch die Tabletten, aber trotzdem war mir noch ziemlich schlecht die ganze Zeit. Ja, und das ging wirklich, es war wirklich von Anfang an, von der 6. Woche bis zur 12. Woche, also anderthalb Monate, bis in der 12. Woche die Übelkeit ja auch immer noch da war. Trotzdem dachte ich aber so, Mensch, meistens geht die Übelkeit doch nur die ersten 12 Wochen. Bei mir war es auch nach der 12. Woche vorbei. Ich versuche jetzt einfach mal die Cariban-Tabletten abzusetzen, ne? Und habe die dann halt abgesetzt. Meine Packung war nämlich eh schon fast leer. Ich habe das vorher so auf eine runter reduziert. Und als sie dann leer war, einfach komplett versucht abzusetzen. Das war aber eine absolute Fehlentscheidung. Mir ging es wieder total schlecht. Mir war total übel. Ich musste mich mehrfach übergeben. Mein Kreislauf war total im Eimer. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da war ich mit einer Freundin und ihrem Sohn und mit Mia im Park draußen. Und mir ging es auf einmal so schlecht. Also wirklich... Auf einmal hat sich alles angefangen zu drehen. Ich habe total kalten Schweiß auf der Stirn bekommen. Ich musste mich irgendwo festhalten. Ich konnte nichts mehr sehen. Mir wurde richtig schwarz vor Augen. Ich hatte das Gefühl, ich kippe jeden Moment um. Und ich habe zu irgendwo, ich meine, es tut mir leid, aber ich muss jetzt versuchen, irgendwie nach Hause zu kommen. Und sie sagt, ja, kein Problem, ich bringe dir Mia gleich nach Hause, ne? Weil die Kinder halt auch ein bisschen getrödelt haben, wie das so ist. Dann habe ich irgendwie versucht, mich zu irgendeiner Bank zu hangeln, erstmal ganz kurz hinzusetzen, mich zu sammeln, mich einmal auszuruhen, dann halt wieder versucht aufzustehen, weiter irgendwie zur Haustür zu kommen und immer wieder zwischendurch hingesetzt, weil mir einfach komplett schwarz vor Augen war. Ich weiß nicht, wie ich die Treppen hochgekommen bin, ich weiß es nicht mehr, aber danach, ich musste mich auch komplett auch wieder übergeben, aber so richtig lange, es war so richtig ekelhaft, mein ganzer Körper hat sich schon zusammengekrampft. Und ja, ich habe dann auch direkt Jana angerufen, dass Jan von der Arbeit kommen muss, weil ich mich so nicht um Mia kümmern konnte. Ich konnte mich einfach nicht guten Gewissens, ich hatte einfach Angst, dass ich wieder umkipp und sie dann alleine hier steht, sage ich mal. Und auch, was auch mit mir oder dem Baby passiert wäre. Es war wirklich super schlimm. Es ist ja keine Flüssigkeit drin mitgeblieben, es ist kein Essen drin geblieben. Es ist alles sofort wieder rausgekommen. Und das habe ich dann meiner Frauenärztin auch geschildert, dass halt wieder Kreislaufbeschwerden dazugekommen sind. Und daraufhin hat sie sich auch entschieden, dass es ihr zu heikel ist und dass sie gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie gucken, was wir machen. Und sie möchte das gerne einmal im Krankenhaus abchecken lassen. Und für mich war das wirklich richtig schlimm. Für mich war es richtig schlimm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt als Mias Mutter total versagen würde. Das ist natürlich überhaupt nicht so, aber ich musste sie dann zu Oma und Opa geben, was kein Problem ist, sie geht gerne zu Oma und Opa, aber ich musste sie abgeben, weil ich schwanger bin, weil wir uns für ein Kind entschieden haben, kann ich mich jetzt gerade nicht um mein Kind, was schon da ist, kümmern. Diese Gewissensbisse hatte ich, vielleicht verstehen einige Mütter das. Man fühlt sich einfach total schuldig dem Kind gegenüber. Mia hat sich natürlich auch Sorgen gemacht. Die merkt das ja auch, wenn es mir nicht gut geht. Und ich muss auch sagen, Mia war die ersten Wochen wirklich absolut rücksichtsvoll. Also die hat es wirklich gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Und ich hatte überhaupt keine... Also sie hat so gut gehört. Sie war total lieb. Also das kann ich wirklich sagen, das spüren Kinder einfach. Ja, dann war ich im Krankenhaus. Da wurde ich dann nochmal untersucht. Das war jetzt aber soweit alles in Ordnung. Also dem Kind ging es super. Und meine Hebamme und auch die Ärzte sagen, umso schlechter es der Frau geht, desto besser geht es dem Kind. Die haben dann nochmal komplett das Kind untersucht. Es hat wirklich mich auch sehr beruhigt, sage ich mal, dass es dem Kind gut ging, dass es sich gut entwickeln konnte. Und ich habe mich danach aber entschieden, ich hatte einfach so ein Bauchgefühl, so eine innere Stimme, die mir wirklich gesagt hat, ich nehme jetzt keine Tabletten mehr, ich setze es jetzt ab, weil ich habe dann da im Krankenhaus noch meine Infusion bekommen mit Bomex und ich vertrage das einfach nicht. Ich fühle mich danach als, keine Ahnung, hätte ich irgendwas genommen oder so. Also mir war total schwindelig, mir ging es total schlecht und ich dachte so, nee,
ich kann das nicht mehr. Ich kann keine Medikamente mehr nehmen. Es geht einfach nicht. Also ich hatte einfach dieses innere Gefühl, was mir das gesagt hat. Und habe mich dann entschieden, gar nichts mehr zu nehmen. Danach, nach dem Absetzen, also als auch diese Womex-Infusion draußen war, ging es mir nochmal sehr, sehr schlecht. Wo ich echt dachte, okay, schaffst du das jetzt? Egal, du ziehst es jetzt weiter durch. Komplett nochmal übergeben und so, aber immer wieder versucht, was zu essen. Also gespuckt, gegessen, aber immer wieder versucht. Ich musste mich generell die ersten Wochen ja sowieso nach dem Essen immer komplett flach hinlegen und einfach hoffen, dass es drin bleibt. Das habe ich dann einfach auch wieder versucht. Also immer wieder gegessen, immer wieder gegen die Übelkeit, gegen an, mir irgendwas versucht reinzustopfen, flach hingelegt und einfach gehofft, so vielleicht bleibt es jetzt drin. Nein, geht nicht. Wieder ausgespuckt und wieder was gegessen. Und so war es halt die ganze Zeit. Und irgendwann hat es geklappt. Irgendwann hat es geklappt, dass etwas drin geblieben ist. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. Und bis es ging dann wirklich von Tag zu Tag immer besser, ohne Medikamente. Ich war so froh, dass ich nichts mehr nehmen musste. Und ja, jetzt mittlerweile kann ich eigentlich wieder ganz, also ich kann wieder ganz normal essen. Ich habe ganz normal Appetit wieder. Jetzt bin ich aber auch schon in der 16. Woche. Aber so ab Mitte der 14. Woche ging es dann langsam bergauf. Ich bin schon gar nicht mehr mit zum ersten Trimester. Aber das gehörte noch so mit zu der Geschichte dazu, sage ich mal, weil ab dann wurde es nämlich besser. Das waren eigentlich so meine Beschwerden. Was ich auch noch hatte in den ersten Wochen, waren auch noch so ein bisschen mit Stimmungsschwankungen. Also Jan musste manchmal schon ein bisschen was mitmachen. Also es war einfach so, das ist einfach alles extremer ausgeprägt, sage ich mal. Die schlechten Launen sind krasser, die guten Launen sind aber auch krasser und das schlägt denn manchmal einfach so um, sage ich mal, oder dich stört auf einmal irgendwas, was dich sonst vielleicht nicht so stören würde. Also das war auch schon so, ja, aber alles im normalen Bereich, sage ich mal. Ich hatte auch überhaupt gar, also ich hatte ja gar nicht Lust, überhaupt irgendwas zu essen, aber ich bin generell auch nicht so, dass ich jetzt so krasse Kombinationen in der Schwangerschaft esse. Sowas hatte ich auch zum Beispiel gar nicht. Ansonsten war aber eigentlich alles gut. Meine Haut ist richtig gut, also immer noch. Auch das komplette erste Trimester bei mir sah ich ganz anders aus. Aber ich kann gerne, wenn ihr wollt, auch mal ein Video machen, wo ich komplett Mias Schwangerschaft und diese Schwangerschaft vergleiche. Vielleicht kann man da irgendwie mal gucken. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Ja, ansonsten würde ich erstmal sagen, das war das erste Trimester. Es war wirklich nicht leicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich werde auch noch einige Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Wir haben uns ja eigentlich immer 3 Kinder gewünscht, aber wenn wir denn noch ein drittes wollen, dann muss es auf jeden Fall ein bisschen Abstand haben, weil das war wirklich schon eine krasse Erfahrung. Also ich habe mich wirklich, wirklich so schlecht wie noch nie in meinem Leben gefühlt, muss ich ehrlich sagen. An alle, die sagen, ein Mann ist schwanger und nicht krank, man kann sich als Schwangere wirklich sehr, sehr schlecht fühlen. Also nehmt Rücksicht auf Schwangere. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr all meine Kanäle abonniert, Instagram, TikTok und auch YouTube. Und gerne einen Daumen nach oben da lässt. Ich werde euch dann jetzt mehr auf dem Laufenden halten, was die Schwangerschaft angeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!